Moin und schön, dass ihr einkickt hier bei World of Warships mit eurem Free Agent und einer weiteren Vorstellungsrunde. Level 8 bei den französischen Kreuzern ist angesagt. Heute geht es um den Charles Martel. Schöner Kreuzer, nach wie vor sind die Franzosen Brandstifter par excellence. Da macht der Charles Martel auch keine Ausnahme. Kommt mit 3 Drillingsgeschützen daher. 203 mm HE Max Schaden 2800 bei einer 15%igen Brandwahrscheinlichkeit. Da noch die nötigen Signale draufgeschmissen und dann seid ihr schnell bei 17%. Was ihr ja noch mit dem Kapitänskill noch ein bisschen pushen könnt. Also alles in allem wirklich viel, viel Brandmöglichkeiten. AP Max Schaden 4800 und eine Reichweite, wenn wir den Charles Martel ausgebaut haben, von 17,6 Kilometer. Hier ein Match erwischt von Level 8 bis 10. Beide Seiten haben mal 4 Zerstörer bekommen. Ist momentan eher die Seltenheit, aber hier haben wir dann nun mal erwischt. Die meisten der Teammitglieder fahren hier Richtung Bertha und Caesar Cap. Also schaut mal einer mal, was bei A so geht. Hab hier eine Bismarck im Schlepptau. Mehr ist hier momentan nicht zu sehen an Hilfe. Also wird abgedreht. Aufgabe heißt jetzt in A versuchen, irgendwas aufzumachen und die so lange wie möglich hier zu nerven und zu binden, dass sie hier nicht einfach hinten rumfahren können. Irgendwas ist auch schon in A drin. Ja. Unser kleiner Charles hier bringt auch wieder Torpedos mit. 9 Kilometer Reichweite bei 60 Knoten. Maximalschaden 14.833. Haben eine Sichtbarkeit vom Gegner her von 1,3 Kilometer. Also auch recht gut getarnt, die Dinge. Reloadzeit 90 Sekunden. Alle an 90 Sekunden gehen hier also 3 Torpedos links und 3 rechts raus. Das ist eine ordentliche Sache, während ich hier schon mal den ersten Brand auf den Arsch kriege. Das ist nicht so fein. Weiß auch gerade nicht, was mich da beschießt. Irgendwas, was es geschafft hat, noch vor der Insel seine Granaten rauszukriegen und dann durch die Insel gedeckt zu sein. Da kommt die nächste Salve schon an. Geht Gott sei Dank hinten dran vorbei. Chopayev rückt hier auch Richtung AA, haben sie eingenommen. Warum die Bismarck jetzt allerdings da weiter so Druck macht. Und da haben wir den Übeltäter, eine Zau. Jo, da haben wir es gleich 2 Stufen höher. Eine Shimakawa ist da auch noch. Jetzt sollte die Bismarck tunlichst mal ihren süßen Hintern da wegbewegen, weil da machen wir hier mal gar nichts, nicht gegen so viel Feind. Bei der Zau ist auch noch Nebel aufgetaucht, das heißt, da ist auch noch ein dritter Gegner, der da irgendwie Alarm macht. Und da sieht man es auch schön, da kommen schon die Torpteppiche auf die Bismarck zu. 15 Torpedos von der Shima, dann nochmal die von der Zau dazu oder was auch immer da nochmal im Nebel steht. Also Prost Mahlzeit, Torpedos ohne Ende. Aber oh, die Bismarck interessiert das nicht. Die fährt da knallhart rein. Das ist zum Scheiter verurteilt. Da können wir uns gleich von der Bismarck verabschieden. Da brauche ich auch gar nicht ranzufahren. Und versuchen den irgendwie zu verteidigen. Das bringt nichts. So, die Chopai will hier immer noch ausnutzen, dass ich hier vielleicht ein bisschen abgelenkt bin. Da hat sie aber Pech gehabt. Hab den Beschuss rechtzeitig gesehen, kann jetzt auf die Zau hier absetzen und kann einfach mal versuchen, der Zau auch ein bisschen Brand entgegenzuschicken, so wie sie es ja so gerne machen mit der Zau. Dafür ist die Zau bekannt. 32,5 Knoten ist die Charles Martel schnell. Hau dir da noch die 5% Flagge drauf, kommt ihr auf 34,1 Knoten. Und da haben wir den nächsten Brand hinten auf den Arsch gekriegt hier. Die Torpedos verfolgen uns. Das sind also Longlands. Die sind auf 20 Kilometer eingestellt, sonst wären die schon lange aus. Und verfolgen mich hier hartnäckig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Tarnwert von 13,7 Kilometer Wasser zu Wasser. Das sind also alle schöne Werte, mit denen man auf Level 8 locker und lässig arbeiten kann. Auf Level 10 muss man da ein bisschen vorsichtiger agieren, darf nicht ganz so nah ran, das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Da hinten ist die Taschkent bei der Chapayev ausgegangen, damit wissen wir dann auch, wer da noch bei A drin war. Die Zau ist hier wieder open
Und nun gucken wir mal, ob wir der nicht ein bisschen was in der Seite drücken können. Der ist momentan auch nicht an den Franzosen hier interessiert. Das ist schön. Und da haben wir einen schönen Treffer mit dem Ausfall, zumindest im kurzfristigen vom Torpedowerfer. Gut, ist jetzt nicht so wild. Bei 16 Kilometer tangieren uns die Torpedos der Zau eh nicht. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja dazu, sein Reparaturkit zu nutzen. So, die Salve ging mal schön davor. Und ich werde jetzt hier zu meinen Genossen hier aufschließen. Aber dabei immer noch mal versuchen, der Zau doch noch mal einen Brand zu verpassen. Ein bisschen was von der eigenen Medizin geben. Aber auch die Salve ging wieder daneben. Reload Time liegt bei knapp 10 Sekunden. Was ich auch als sehr angenehm empfinde. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Damit lässt sich das gut arbeiten. Und da gibt es 18:48 vorne auf der Nase von der Zau. Ihr seht also, der Initialschaden von der HE wird auch langsam besser. Man muss den Gegner dann halt nur treffen. Das fehlt hier gerade noch so ein bisschen. Jetzt kriege ich aber eine Kutuzov hier zur Verstärkung. Also ein bisschen eindrehen. Dann werden wir jetzt gemeinschaftlich versuchen, die Zau hier zu bearbeiten. Die legt es momentan auch drauf an, die Kutuzov loszuwerden. Und da haben wir schon wieder so einen breiten Torpedoteppich von der Shimakaze. Die laufen hier, sind an der Kutuzov Gott sei Dank vorbeigeschlittert. Aber der Geselle hat auch nicht mehr so viele Punkte. 7200, der muss jetzt vorsichtig sein, dass die Zau ihn da nicht rausnimmt. Nochmal 18:48. Jetzt zeigt die Zau ihre Breitseite. Versuchen wir das mal mit AP. Aber da dreht er auch schon wieder ein. Ja, und schon ist nicht mehr viel. Und die Zau hat es geschafft. War es die Zau? Ja, hat die Kutuzov rausgeballert. Ihr seht, 490. Die AP funktioniert wirklich nur gut, wenn ihr den Gegner breitseitig erwischt. Steht ihr leicht schräg oder in der Front, reichen die 203 mm einfach nicht aus. So, ja, der Glück, dass die Kutuzov im Weg steht. Also nichts mit Torpedos. Da geht nichts. Jetzt wieder mit HE versucht. Und nochmal die Torpedos raus. Vielleicht lenkt er ja in die Richtung ein. Und da haben wir 3696 und ein Brand. Schön getroffen, die Zau. Mittlerweile hat sie auch nur noch 8600 Punkte, hat ihr Reparaturkit gezogen und die nächste Salve hat sofort wieder Brand verursacht. Und damit hat er Pech gehabt. Jetzt darf er den Brand erleiden. Nächste Salve sitzt auch und jetzt haben wir die Zau mal ganz elegant abgebrannt hier. Und das mit dem 8er-Kreuzer hat bestens funktioniert. Wo haben wir den nächsten hier? Die Zumo steht noch hinter der Insel. Da kommen wir nicht ran. Carolina ist ein Happen zu weit weg. Aber wir haben hier ja auch immer noch die Shimakaze. Also wieder eingedreht. Und jetzt werden wir mal das machen, was mit den Franzosen einfach sehr gut geht. Ihr habt als Modul nicht nur die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob ihr die Flakabwehr verstärkt oder eben eine Hydroakustik mitnimmt, sondern ihr habt dann auch noch ein Aufklärungsflugzeug dabei und den Hydroboost. Das heißt also, wir können aus den 32,5 Knoten beziehungsweise mit Signal 34,1 Knoten noch ein Happen mehr machen. Damit kommt ihr Richtung 38 Knoten und das ist ideal, um Zerstörer zu sagen, jo, unser Flugzeug hat hier die Torpedos der Shimakaze aufgemacht. Jetzt zünden wir hier den Boost und gehen auf Jagd. Nebenbei der Izumo hier nochmal einen Brand verursacht. Und da haben wir die Shimakaze schon offen. Jetzt geht das los hier. 5,8 Kilometer ist er nur entfernt. Zieht jetzt auch sofort seinen Nebel, weil der weiß, was jetzt kommt. Und jetzt ist die Jagd eröffnet auf den Zerstörer. Da hat er den ersten Ausfall. Ist jetzt in seinem Nebel verschwunden. Noch ein Happen zu weit weg für die Hydro. Die Hydro funktioniert wieder auf roundabout 4,5 Kilometer. Das heißt, wir müssen mit dem
Charles Martel hier noch einen Happen näher ran. Aber jetzt sind wir schon bei 40,6 Knoten. Seht ihr, geht sogar noch weiter rauf hier mit dem Turbo. Und da haben wir ihn offen. Den ollen kleinen Hackenbeißer für die Sekundäre nochmal zusätzlich markiert. Und da gibt es erstmal 3.500 in der Seite. Die nächste Salve geht daneben. Aber nein, hinten trifft noch was. Nochmal 1.700 und einen kurzfristigen Geschützausfall. Und den lassen wir jetzt nicht mehr weg. Nicht bei der Geschwindigkeit. Klar, wenn ihr einlenkt, verliert ihr ein bisschen viel. Da muss man immer zusehen, dass man so wenig Lenkbewegung wie möglich macht. Aber die Shima versucht auch gar nicht mehr aktiv hier wegzukommen. Der möchte seine Torpedos wieder loswerden. Die werden gleich kommen. 7.300 hat er noch. Gucken, ob ich schnell genug bin. Da hat er einen Ruderausfall und da kommen die Torpedos. Aber durch die Hydroakustik früh genug erkannt die Dinger. Scharf einlenken hier. Damit wird er nichts. Meine Torpedos laufen hinten an ihm vorbei, aber den Granaten kann er nicht entkommen und da haben wir ihn raus. Und das ist halt eine feine Sache. Mit den Franzosen geht das durch den Turbo ideal. Da müssen die Zerstörer wirklich Hackengas geben, um da noch entkommen zu können. So, viel bleibt vom Gegner nicht mehr übrig. Steht 931 zu 375. Der Gegner noch einen Zerstörer. Und drei Schlachtschiffe. Hier können wir der Carolina nochmal schön Brandupdeck machen. Hat der Army ein bisschen Barbecue. Und kriegt vom Franzosen hier nochmal ordentlich einen verpasst. Ihr seht, 924 ist mit HE so ein Standardschaden, der oft aufploppt. Aber wie gesagt, beim Franzosen ist auch viel wichtiger doch die enorme Brandfreudigkeit, die er auslöst beim Gegner. Hier versucht jetzt die Carolina nochmal eine Richtung zu setzen, aber bei 15 Kilometer haben wir auch genügend Zeit auszuweichen. Das gibt die Charles Martel locker her von der Ruderstellmöglichkeit. Können die also ab 12 Kilometer den Schüssen eigentlich relativ vernünftig ausweichen, was nicht heißt, dass hier und da auch mal eine Granate trifft. Aber die Franzosen sind nicht ganz so weich wie die Briten. Und insofern kann man auch den einen oder anderen Treffer da mal ertragen, ohne dass man gleich in den Hafen geschickt wird. Es rennt jetzt Ende hier, 970, 402, Stand der Dinge. Noch so viel Schaden an der Carolina mitnehmen, wie irgend geht. Er hat nochmal versucht, hier in die Richtung zu schießen, aber ihr seht, man hat so viel Zeit, bei dem Abstand hier einzulenken, dass das locker geht. Die Franzosen sind natürlich dafür prädestiniert, so ein bisschen auf Distanz zu kämpfen. Aber wir sind ja auch keine Schlachtschiffe. So, Sieg auf ganzer Linie. 126 Zieltreffer sind dabei rumgekommen. Das ist in Ordnung. 4 Ausfälle, 2 zerstört, 6 Brände und 4 Sekundärtreffer, die sind zu vernachlässigen. Nebenbei hier noch was Schlacht im Korallenmeer, ein bisschen abgearbeitet und Flottenschau. Momentan gibt es wieder ein Event. Da solltet ihr unbedingt reingucken. Das hat für Platz 1 gereicht. Basiserfahrung 2099. Die Khabarovs hat hier vernichtenden Schlag auf dem zweiten Platz bekommen. Beim Gegnerteam gab es für die Zau, fürs Blatt und für die Bismarck Dreadnought Glückwunsch dazu. Aber so schnell kann man sich mal hier auf Platz 1 kämpfen. 387 HE-Granaten raus, davon haben 124 jetzt hier gefunden für 78.000 Damage. AP-Granaten kaum benutzt. Und nochmal 14.200 Brandschaden macht insgesamt 92.766. Das ist völlig in Ordnung. Knappe 12.500 Schaden kassiert, wobei 1 Million potenziell da schon mal rumgekommen sind. An der Eroberung und der Verteidigung diesmal nicht beteiligt, aber die Shima halt gejagt und somit der Kreuzaufgabe nachgekommen. 339.000 gab es brutto, 1 Million für den Kampfauftrag hier, Schlacht im Korallenmeer. 133.000 sind an Kosten weggegangen, sodass hier 1,2 Millionen mehr überbleiben. Schöner Wert, 9.400 Schiffserfahrung, 11.000
Kapitänserfahrung mit unterstützt durch die Zulu-Flagge und wir haben 200% Wochenende, also unbedingt ausnutzen, wenn ihr dieses Wochenende zocken wollt, gibt reichlich Punkte, 473 freie, das Ganze mit Premium-Konto, ohne Premium-Konto etwas über 1 Million Credits, 6200 Schiffserfahrung, 7300 Kapitän und 315 freie, also wie gesagt, 200% Wochenende, meine Lieben, nutzt das aus, ja, könnt ihr bei den Franzosen einiges an Erfahrung reinfahren. Und könnt da weitermachen. Die Charmatel kann ich euch genauso ans Herz legen, wie alle anderen französischen Kreuzer bis jetzt auch. Machen einen irre Spaß, machen irre Freude. Ihr habt jetzt mal einen Blick drauf schmeißen können. Hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da für den Clip. Das hilft dem Clip weiter. Ansonsten könnt ihr euch dieses Wochenende noch eine zusätzliche Fahne erfahren. Und zwar die Fahne zum Victory Day. Da solltet ihr also unbedingt mal ins Spiel reingucken, weil momentan auf der Homepage dazu nichts zu finden ist. Hier habt ihr sie nochmal im Bild. Victory Day, Erinnerungsflagge. Also wer Flaggensammler ist, reingehen, einfach ein Gefecht machen, mitnehmen. Und dann habt ihr die Flagge. Ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bis zum nächsten Mal.